Aber das funktioniert irgendwie, so wie ich das, wie ich mir das vorstelle. Wahrscheinlich überhaupt nicht. Weil, ja gut, das ist nämlich alles schon wieder nicht auf einer Ebene hier. Oh Gott, ich werde das so versauen. Oh no. Hey Leute. Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von No Man's Sky. Ja, ich weiß, diese Folge wird heute wieder ein bisschen später kommen. Irgendwie hat dieser eine Tag, dieser eine einzige Tag, wo ich vergessen habe, die Folge freizuschalten, hat irgendwie alles total durcheinander gebracht. Ich habe auch aktuell keine Vorproduktion mehr. Ich nehme die Folgen gerade jeden Tag quasi, ja, an dem Tag, wo sie erscheinen, auch auf und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie klappt das so mit dieser 18 Uhr Routine, mit dieser Sache gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mir da wieder was überlegen, also wieder ein bisschen vorproduzieren oder so, mal sehen. Ja, auf jeden Fall. Heute hatte ich mir mal gedacht, gucken wir uns tatsächlich mal die wunderschöne Geschichte mit den, ja, mit den Gasfarmen, sag ich jetzt mal an. Es sind ja nicht direkt nur Gasfarmen, es ist ja ein bisschen mehr als das. Ich hatte es ja irgendwann mal als eine, ja, oder kurzzeitig als eine Allesfarm dargestellt. Das verdammte Natrium hier, das war doch kein Mensch. Kann man sich im Frachter Upgrades installieren, um Items automatisch einfach wegzumachen? Das wäre irgendwie genial. So, weil einige Sachen brauchen wir ganz einfach gerade nicht. Ja, und sonst natürlich müssen wir gucken, dass wir, also ich will natürlich jetzt irgendwie mal langsam gucken, dass ich einen S-Frachter finde, was stellt sich allerdings oftmals schwieriger als gedacht, weil dieses eine spezielle Modell, was ich tatsächlich auch noch suche jetzt zwischendurch, wenn ich dann mal durch die Systeme reise, taucht dann doch irgendwie nicht so ganz auf. Und da mischen wir, muss ich mal hoffen, gucken, dass das irgendwie was wird. Es kann auch sein, dass das irgendwie mal offscreen passiert, was ich, ja, vielleicht nicht immer ganz verhindern kann. Aber wenn es dann soweit ist und ich tatsächlich das Modell gefunden habe, werde ich mit dem Farmen dann vielleicht doch bis zur Aufnahme warten. So viel dann zu dem Thema. Ja, aber auf jeden Fall, jetzt gleich, nachdem ich hier, Alter, was? 27 von was? Kohlenstoffkristall, ja toll. Das, was, ja, ich nicht brauche. Ja, und der Grund, warum ich das mit diesen Gasfarmen jetzt endlich mal anfangen will, ist einfach der Grund, dass, ich laufe voll. Ich laufe wirklich auf allen Lagerkapazitäten langsam voll. Ich weiß nicht mehr, wohin. Hier, meine Fracht ist an den anderen Sand nah. Das ist nicht so toll, gerade irgendwie alles. Ich werde das hier auf jeden Fall nochmal in der Space Station aufräumen gehen. Nur, ich muss halt echt langsam sehen, wo der ganze Scheiß noch hin soll. Und deswegen heute würde ich dann gerne den Anfang tätigen in Richtung, ja, Gasfarm, alles Farm, Pflanzenfarm und so weiter und so fort. Und. Ich kann doch von der Space. Gerade. Was war das gerade für ein komischer Sound?
Okay. Ist irgendwas passiert? Was zum... Was... Egal. Keine Ahnung, was das sein sollte oder mir sagen wollte. Dass gleich irgendwas Überdramatisches passiert oder was? Keine Ahnung. Dann würde ich gleich mal sagen, gucken wir uns einfach mal die Planeten hier an. Und suchen uns mal irgendeinen, ich sag mal, aus, den wir schon mal brauchen. Weil wir brauchen ja quasi von jedem Planeten einen, um, naja, eine bestimmte Art von Ressource anzubauen und abzubauen. Hatte ich nicht. Okay, das heißt, ich kann alle verkaufen. Von allen 6 Hauptpflanzen, möchte ich mal sagen. Was? Achso. Okay, sind keine Upgrades von hier, von Exo-Fahrzeugen dabei. Aber hier ist noch ein Exo-Fahrzeug-Boost-Modul. Damit kann ich schon mal gleich meinen Inventarplatz wieder ein bisschen weniger machen. So, war ich mal hier runter. Okay, ich kann von hier aus anscheinend nicht in den Frachter packen. Ja, deswegen mache ich es wieder mal auf die altmodische Art. Und delete einfach mal alles, was, ja, so nicht so Sinn ergibt, was ich zum gerade zum Mitschleppen hier habe. Ich weiß nicht, was mit dem Hadalkern ist. Die würde ich dann vielleicht verarbeiten lieber. Ein Feuerwerk. cool, aber frisst gerade Platz. Ja, ich weiß, normalerweise könnte ich das auch einfach verkaufen, aber... Also, wenn ihr das habt, dann verkauft das auf jeden Fall. Macht es nicht weg, so wie ich. Es sei denn, ihr seid Multimilliardär in Units, Kram. Warte, brauche ich die hier? Nö, jetzt nicht mehr. So. Ja, ich weiß, die hätte ich eintauschen können für Standing. Ja gut, das hätte ich eigentlich dann, wenn ich das jetzt eh alles delete, eh schon beim Frachter drüben machen können. Ja, nehmen wir ganz ehrlich, das geht einfach schneller. Ja, okay, toll, ich hätte mich jetzt an das Terminal stellen können. Hätte alles verkaufen können, warum macht man das denn so? Ja, keine Ahnung, weiß ich gerade auch nicht, weil ich gerade Bock zu hab. Punkt. So, komm, die refine ich mal, die mache ich nicht weg. Die refine ich mal ganz brav. Diesen Schleim, den müsste ich auch mal verarbeiten. Den schleppe ich mit mir rum, aber das war's schon. Was sind denn die nächsten 5? Da sind die nächsten 5. So, dann haben wir nämlich da auch wieder Platz. So, und diesen Schleim, den müsste ich auch mal verarbeiten. Da wird dann jetzt eine ganze lange Zeit lang mein Rucksack dampfen. So. Genau, da kriegen wir diesen unkontrollierten Schimmel raus. Und ich weiß, dass sich das halt zu Naniten weiterverarbeiten lässt. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Wie lange dauert das? In 21 Minuten. Also quasi die ganze restliche Folge. So, was das hier mit vorne ist, weiß ich nicht. Das hier kann eigentlich auch alles weg. Das hier will ich vielleicht mal... so machen und der Rest ist egal. So an sich. Erstmal, okay. Dann war das hier für ein Multitool. Das war nichts Interessantes, okay. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an mit dem Ausspähen eines Planeten. Mich würde es jetzt allerdings interessieren, wenn ich jetzt hier im Frachter bin. Und jetzt hier durch die Technologiemodule, hier durch die Lagerbehälter gehe. Also ich könnte das jetzt anscheinend, wenn ich jetzt sage,
Ich brauche den Lagerbehälter mit den... nicht mit denen, sondern eher mit... Na, mit denen hier zum Beispiel. Moment. Ja, so kann ich es machen. Also mit X und dann direkt rüberziehen. Genau. Das funktioniert. Das ist sehr schön. Das erfreut mich. Das macht die ganze Hin- und Her-Reiserei auf jeden Fall um einiges leichter. Das heißt, falls uns irgendwie zwischendurch was fehlt, dann können wir das immer noch abholen. Aber ich möchte die trotzdem schon mal reinpacken hier, die ganzen Hauptdinger. Denn... Oh, da sind sogar ein paar Doppelte gewesen. Jetzt sparen wir sogar so ein bisschen Platz, theoretisch. Geht's da noch weiter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, uns fehlen jetzt aber noch die Secondaries hier, diese Secondary-Elemente. Wo sind die? Ah, hier. Hier ist das. So, das hier. Und... Hier sind die anderen. So, ich glaube, wir haben noch kein Paraffinium. Da ist Paraffinium. So. Genau. Das ist quasi alles, was wir für diese Farm an sich brauchen. Jetzt müsste ich halt wissen, haben wir reines Ferrit dabei? Haben wir? Wir haben auch magnetisiertes dabei. Da könnten wir theoretisch dann downgraden oder upgraden. Dazu wäre ich wahrscheinlich dann einen separaten Refiner vielleicht nochmal unten hinstellen. Damit das dann noch parallel läuft, falls wir dann irgendwie hier knapp nochmal kommen. Es sollen ja keine riesigen Strukturen werden. Es soll ja eigentlich, ja, also schon, aber auch nicht. Das müsste ich dann vielleicht mal anfangen, so ein bisschen provisorisch aufzustellen, damit das ein bisschen mehr Sinn ergibt. Was ich mir da so im Kopf zusammengeschustert habe. So, hier haben wir zum Beispiel schon mal einen heißen Planeten. Hier haben wir sogar auch schon drauf. Da haben wir die Geschichte mit dem Exo-Fahrzeugkram gemacht. So. Jetzt hier irgendwo noch eine halbwegs schöne Stelle finde. Und das Schiff nicht so extrem laut wäre. Und da vorne. Landen! Oh, Gott sei Dank. So. Hallöchen. Also. Aber hinten, Alter, das ist eigentlich ein sauguter Spot hier. Weil hier sind so viele Naturelle von diesen... Boah, da hinten auch noch. Das ist eigentlich ein perfekter Spot für das, was ich vorhabe. Nur ist es hier ein bisschen verbergt, aber das ist nicht sonderlich schlimm. Da kriegen wir schon was hin. Und da fällt mir jetzt gerade auch ein... Kann ich denn theoretisch... Ich muss jetzt hier eh erstmal einen Basiscomputer hinbauen. Oh Gott, ich habe schon so lange nichts mehr gebaut. Metallplatten. Ich hole mal eine Runde Metallplatten hier aus dem Frachter. Ja, machen wir sie auch erstmal da rein. Ich kann die hier sogar umziehen, diese Behälter. Das ist eigentlich auch ganz gut. So. Ich stelle hier erstmal einen Refiner hin. Und dann stelle ich hier gleich direkt schon daneben, wenn ich denn nicht zu blöd wäre, den zu übersehen, den Basiscomputer mal hin. Und baue jetzt hier mal eine Basis hin. So. Genau. Die möchte ich jetzt bitte beanspruchen. Ich werde das auch so machen, dass ich diese Basen
dann jeweils in verschiedenen Systemen baue, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe und auch nicht riskieren will, dass irgendwelche Bugs uns das Leben im Sinne von, ja, du willst jetzt mehrere Basen auf einem, in einem System haben und uns das dann irgendwie hier irgendwas verbuggt und dass wir dann nicht, weil ich möchte ganz entspannt zwischen diesen, ich sag mal, Welten dann reisen können, um dann jeweils immer wieder diese ganzen Pflanzengeschichten abzuholen quasi. Und dazu muss ich jetzt allerdings ebenfalls nochmal was testen. Aber nicht hier, sondern erstmal hier. So, ich brauche erstmal Fundamente wieder. Weil ich möchte, dass das Ganze auf Fundamenten steht. Ich weiß nicht, warum. Eigentlich würde ich das, würde ich auch fast so weit sagen, dass ich das komplett quadratisch baue. Es gibt halt eine Sache, die ich gerne wissen möchte. Also erstmal hier hin bitte. Und hier dann einen Zylinderraum drauf. Genau. Da. So. Mal jetzt mal ganz, eine Rolletür natürlich. Dafür brauchen wir wieder Gold. Das ist im Schiff natürlich. Ah, wie soll ich denn mein Schiff auch so weit weggeparkt, ich Idiot? Ich habe hier doch einen Teleportempfänger drin. Warum reicht denn nicht auf diese Distanz? Blödes Ding. So, komm mal hierher, bitte. Das steht jetzt hoffentlich nicht irgendwie im Weg von irgendwas. Aber hier kann ich jetzt nämlich auf das Gold zugreifen. Um dann diese wunderschöne Holotür hier oben ranzubauen. So, und dann muss das hier gleich auch mal hier runter, damit man hier nämlich immer ganz schön noch hochlaufen kann. Das dürfte schon reichen, genau. Also das hier soll quasi einfach der Spawnraum von diesem ganzen Gedönsel hier sein. So, und jetzt möchte ich tatsächlich mal was ausprobieren. Denn das weiß ich nämlich auch noch nicht, ob das tatsächlich funktioniert. Denn wenn ich jetzt beispielsweise sage, hier entsteht jetzt Holzboden. Hier entsteht jetzt Holzboden. Holzboden. Holzboden, Holzboden. So. Und soweit ich weiß, kann man ja die Pflanzen, diese hier, die Pflanzen, nicht die da, sondern die hier, hinbauen. Okay, man muss das, muss mit Struktur verbunden sein. Okay, ja genau, also man kann die halt draußen hinstellen. Okay, ja, dann hat sich auch diese Frage jetzt beantwortet. Das heißt, das hier muss alles erstmal wieder weg. So. Ja, dann weiß ich tatsächlich, wie ich das jetzt mache. Denn dann kommt hier neben, quasi hier, so ab hier ungefähr würde ich dann sagen, wo diese Rampe hier anfängt, so eine kleine, ja, Farm rein. Bestenfalls nicht mit euch. Euch muss ich da mal wegmachen. Oh nein, ich hoffe nicht, dass diese Dinger dann irgendwann hier wieder dann, ja, naja, nachspawnen halt. Und vielleicht müsste ich hier, bevor ich diese Pflanzen jetzt setze, das Terrain mal eben machen. Um Gottes Willen, wie ging das nochmal? Das ging hier irgendwie. Und dann kann man hier irgendwie einen Modus umstellen. So, genau. Und das hier würde ich jetzt halt alles auf eine Ebene bringen. Irgendwie hier genau auf diese Ebene.
dass das auf einer Ebene steht. Und ich hoffe, dass das, ich hoffe, dass ich das... Na, hier macht er irgendwie nichts mehr. Huch, was hat er jetzt gemacht? Ups. Ich wollte eigentlich, dass der das alles hier auf... Also alles auf diese Ebene bringt halt. Ist hier sonst noch ein Modus? Wiederherstellen. Nee. Schaffen. Glätten. Ja gut, aber nicht so. Okay, das geht auch größer. Dann stelle ich das erstmal nochmal so ein bisschen her. Ich will halt versuchen, dass das komplette Konstrukt irgendwie auf einer Ebene steht. Aber anscheinend kann ich nur... Ja, das funktioniert nicht. Ich würde das halt gerne hochheben, das Terrain, aber... Ja, ich glaube, das funktioniert so leider nicht. Okay, doof. Schade, dass man das nicht auf diese Platten setzen kann. Ich finde das schade, dass man das wirklich... Ja, oberhalb alles machen muss. Dann... Dann... Probiere ich jetzt mal das hier. Mache quasi so einen Hügel hin. Aber das funktioniert irgendwie so, wie ich mir das vorstelle. Wahrscheinlich überhaupt nicht. Weil, ja gut, das ist nämlich alles schon wieder nicht auf einer Ebene hier. Oh Gott, ich werde das so versauen. Oh no. Ich will ja, dass es gut wird, aber ich weiß gerade nicht, ob das so gut wird. Weiß noch nicht. So, was ist denn jetzt, wenn ich mit diesem Ding hier anfange zu hantieren? Ja, das ist nämlich genau das, was ich meinte. Ja, so kann ich die zum Glück irgendwie nochmal rückgängig machen. Diese Dinger hier. So, ich mach das hier mal ein bisschen größer, damit das auch anspringt. So. Ja gut, so viel zu diesem Experiment. Das war wohl nichts. Nicht so richtig. Ja, irgendwie nicht so toll. Irgendwie nicht so doll. Habe ich denn hier irgendwie eine einseitige glatte Ebene? Hier theoretisch. Hier ist es relativ eben. Das kann ich nicht vergrößern. Kann ich das irgendwie ändern? Nee, gibt nur das hier. Ja, okay, dann... würde ich mal sagen, ist das hier irgendwie so der Low-Punkt? Dann versuche ich hier mal ein bisschen was wegzuglätten. Boah, ist das nicht vielleicht doch ein Fehler? Soll ich das nicht vielleicht wirklich einfach, ja, weil ich hab halt tatsächlich Angst... Vor der neuen Generation wieder dieses Terrains. Und dass dann quasi die Pflanzen, die ich dann hier hinpacken würde, ja, auf einmal, naja, nicht mehr da sind, wo sie sein sollen. Weil bei unserer ersten Basis quasi hat sich das ja dann tatsächlich bewahrheitet, meine
Furcht. Ich lasse das hier einfach erstmal sein. Ich lasse das mal hier sein und ich stelle hier mal was rein. Einfach nur, ich stelle hier mal eine Pflanze rein. Einfach so aus Jux. Einfach nur, um zu gucken, ob die dann irgendwann, wenn ich hier wieder zurückkehre, mal vergraben ist. Denn ich werde das jetzt tatsächlich so machen, dass ich einfach das, was jetzt hier ist, was quasi leer steht, erstmal nutze, um die jetzt so zu bauen, wie ich mir das gedacht habe. Normalerweise hatte ich angedacht, das war hier erstmal, ja, ich sag mal, erstmal mit 100 Pflanzen anfangen vielleicht. Und, also quasi für jede Planetenart dann 100 von diesen Pflanzen haben. Und dann einfach eine gute Amount haben, um irgendwie, um irgendwas auch irgendwo von aus dann. Also wie viel kann ich, ich kann eh nicht so wirklich mehr als 100 bauen, glaube ich. Weil, ja, hier, guck mal, da macht es nämlich schon, da bricht es mir schon das Genick, weil ich brauche, um sowieso 100 zu bauen, erstmal von diesem Kram auch, naja, mehr als das, was ich jetzt habe. Deswegen müssen wir die hier nämlich auch gleich schon abfarmen gehen. Das Gute ist, wir haben wirklich 4 oder 5 von diesen Vorkommen hier um unsere Basis herum. Um diese Basis da herum. Das macht das Farmen für zwischendurch dann natürlich immer leichter. Und das generelle Erweitern dieses, ich nenne es jetzt mal Kolossos, wird dann natürlich auch nochmal einfacher. So, das hat uns jetzt auf, ja, 3900 gebracht. Wir brauchen aber noch mehr. Denn wir brauchen mindestens 5000 davon. Damit ich dann da die 100 Pflanzen aufstellen kann. Ich werde die irgendwie auch versuchen einzuzäunen. Und so ein bisschen abstandmäßig zu stellen. Weil ich meine nämlich, dass die auch solide sind. Ja, hier sieht man es nämlich. Die sind nämlich ein bisschen solide. Das heißt, ich weiß nicht, kann man sich da draufstellen, theoretisch, also im Notfall? Okay, man könnte sich im Notfall auch dort draufstellen. Nur weiß ich nicht, wie sich das verhält, wenn ich jetzt sieben? Wenn ich jetzt hunderte von diesen Pflanzen quasi an so einem Spot stelle. Wie sich das dann verhält, wenn ich dann versuche, diese Pflanzen dann auch wirklich abzuernten. Das ist so mein Gedanke. Das wird sich dann wohl noch irgendwie zeigen. Aber dazu muss das ganze Konstrukt hier halt auch erstmal stehen. Und erstmal brauche ich genug von diesem Kram. Okay, einen Vorkommen, sag ich jetzt mal, bräuchten wir bestimmt noch. Dann haben wir erstmal 5000 von dem Kram. Das nächste Vorkommen wäre jetzt dort drüben. Ja, und im Grunde ist das zumindest schon mal das Hauptgrund oder das Hauptding, was ich dann damit machen will. Danach geht es halt mal da dran, ja, Gaswolken zu finden und wohl möglich dann auch noch die planetaren Elemente wie dieses Phosphor und was weiß ich, was hier noch drauf ist, dann auch noch auszubeuten mit den Mineneinheiten und so. Natürlich nicht jetzt im Maße der Indium-Farm, sondern so einem, ja, einem gemäßigten Maße, sag ich mal. So ein, ich hab's halt da Maß, möchte ich sagen. Also vielleicht, weiß ich nicht, 3 Extraktoren und ein paar Silos, nicht extrem viele. Auf jeden Fall nicht so extrem viele wie bei der Indium-Farm. Also alles so in einem, ich sag mal, menschlichen, ja, in der menschlichen Größe zu halten. So. Und dann gucken wir mal. Ich werde die natürlich irgendwie so ein bisschen in der Nähe von diesem Ausgang hier platzieren, sodass ich quasi einfach nur rausrennen muss. Und das dann direkt schon, ja, quasi mehr oder weniger vor der Nase habe. Und dann da einfach, ja, jeden Tag
im besten Fall hinzugehen, 100 davon abzuholen, in diesen Pflanzen und ja, Power und gucken, was man daraus dann bauen kann. Das ist erstmal so die grundsätzliche Idee. Ich werde das auch erstmal so bauen, dass das noch erweiterbar bleibt. Ich werde hier dann noch nicht schon irgendwelche... Also das hatte ich jetzt ursprünglich schon erst vorgehabt, hier noch Wände reinzuhauen. Aber ich glaube, das lasse ich erstmal sein. Und fokussiere mich wirklich erstmal darauf, nur diese Pflanzen hier hinzustellen, damit die erstmal hier existieren. Und wie ich die dann einzäune und ob ich die dann irgendwie einzäune, das wird sich dann zeigen. So, auf jeden Fall... Ja, ungefähr so in diesem Abstand, so dass man hier so durchlaufen kann noch. Dass die halt nicht zu nah beieinander stehen, dass man halt noch so ein bisschen Freiraum hat. Das ist so das Ziel. Warum mache ich das eigentlich so? Ich habe doch den Baumodus. Dann geht's doch viel besser. Guck mal, der ist total off hier sogar. Nehme ich mal wieder zurück hier den einen. Das war sogar der falsche. Mist. Hier, du. So. Dann hier 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, jetzt muss ich hier mal lenken. Dann mache ich jetzt hier die Reihen schon mal so. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Und dann so ungefähr jetzt einmal so 100 Pflanzen platzieren. Das könnte ein kleines Weilchen dauern. Ich glaube, den Rest davon werde ich dann auch erstmal offscreen machen. Und versuche dann gleich... Ja, wahrscheinlich gleich. Ich werde die nächste Folge dann gleich nochmal im Anschluss aufnehmen. Weil jetzt, wo ich das halt anfange, bin ich so ein bisschen drin. Will das dann jetzt auch durchziehen. Oh, das könnte... das könnte noch interessant werden mit dem präzisen Platzieren. Ja, 100% präzise wird es jetzt eh nicht, aber oh mein Gott. Ja. Gut, dann werde ich anfangen in der nächsten Folge mit diesem Ausspähen mal des ersten Gas-Hotspots. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wie immer wissen. Mit einem Like, einem Kommentar oder sogar einem Abo. Das würde mich alles sehr freuen. Hier wird es jetzt ein bisschen eng. Oh oh. Und ja, dann werden wir uns jetzt mal fett Sachen zusammenbauen und ja, mal sehen, wie das jetzt so wird. Also dann bis zum nächsten Mal und ciao.